Hey da, wo ist das Timepod? Och nö, wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Im Lager der Feind zu. Das ist nicht ihr Partygesicht, so viel steht fest. Du Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Hilfe gut gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht deine Braut bin? Mal das macht ihr zwei Dodeltauben, mal besser unter euch aus. Aha, ich sehe Potenzial. Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Gute Neuigkeiten! Ich habe einen Weg herausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal, ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst. Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. Zweimal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Chose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon drei. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Sagt man nicht, alle guten Dinge sind vier? Puh, die hat ja wirklich eine Scheißlaune. Na, ist doch gut. Hier in der Wüste haben wir ein Sprichwort. Das Schwierige an der Kokosnussernte ist, den Bau auf die Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Na? Echt jetzt? Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Man nennt ihn Rufus. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Das ist zu weit weg. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's! Goal! Nie gehört! Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen! Befehl ist Befehl! Das ist doch... Probleme? Goal will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Erst Cletus... Dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. Golds Männergeschmack ist echt das Letzte. Eine Flitzpiepe nach der anderen. Hey, Rocco, lass uns rein. Wow, das ist dein Plan? Psst. Ich würde ja gerne, aber ihr steht mitten im Fuelock-Gebiet. Wenn ich die Zugbrücke runterlasse, könnte das eine Invasion zur Folge haben. Ach so, na dann. Ich glaube, er will uns wirklich nicht reinlassen. Gut, dass du es nochmal versucht hast. Jetzt bist du sicher dankbar, dass ich deine Hochzeit habe platzen lassen, richtig? Überspann den Bogen nicht. Aha, ich sehe Potenzial. Hey,
Was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, offene Portale sind das Januar-Motiv, du Blitzmerker. Das geht nicht. Das ist ein Elysium-Portal. Da kommen die Fuel-Locks her. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, wie du das anstellst, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, Moment. Was hast du gesagt? Ernsthaft? Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Genau. Genau. Und? Hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hm? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee gekommen. Wir könnten... Bitte was? Hey, was flüstert ihr da? Und dann... Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Na klar. Warum denn nicht? Na los, in Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut, ich gebe dir das Signal, wenn ich soweit bin. Goal! Jetzt! Was zum... Oh! Oh! Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch! Okay, jetzt! Nein! Stopp!